Neben der Universität arbeitete ich gelegentlich in einer Bar in London, um neben dem Studium etwas Geld zu verdienen. Ich arbeitete hauptsächlich an Wochenenden oder unter der Woche, wenn ich wusste, dass ich am nächsten Tag keinen Unterricht hatte. Auch wenn die Bar klein und schwer zu finden war, konnte jeder hinein. Es gab keine Geheimcodes oder sonstiges, lediglich einen Mann, der darüber entscheiden konnte, ob jemand in die Bar reingehen durfte oder nicht. Ich wohnte etwa eine Stunde von der Arbeit entfernt und war gezwungen, mit der U-Bahn oder dem Bus zu fahren. Ein Auto kam für mich nicht in Frage, da ich dies in einer großen Stadt als nicht wichtig empfand. Der einzige Nachteil daran war, dass ich nur eine einzige Option hatte und den Nachtbus nehmen musste. Die Verbindungen waren abends nicht so gut, wie man sich das vielleicht vorstellte. Nach einer bestimmten Uhrzeit musste ich länger auf den Bus warten und war erst zwischen 1 und 2 Uhr morgens zu Hause. Es passierte oft, vor allem an Wochenenden, dass man von Betrunkenen angesprochen wurde, aber es war kein Problem für mich. Vermutlich würde ich dasselbe tun, wenn ich keinen Job hätte. Unter der Woche war es viel ruhiger. Dies waren die Fahrten, die ich am meisten genießen konnte, da kein Mensch in meiner Nähe oder im Bus war. Die stillen Abende in London waren wirklich toll und zeigten die Stadt in einem ganz anderen Licht. Doch erst vor kurzem passierte etwas, das ich euch versuchen möchte zu erklären. Es war kurz vor 2 Uhr morgens und ich hatte gerade Feierabend. Ich war in einer guten Stimmung, als ich zu dem zweiwöchentlichen Zahltag kam. Als Student konnte man sich nicht wirklich viel leisten und musste mit der letzten Packung Nudeln oder 2 Scheiben Brot auskommen. Deshalb war das Gefühl wirklich schön, wenn man auf seinem Konto grüne Zahlen sah. Ich stieg in meinen üblichen Nachtbus und setzte mich dicht an den hinteren Teil des Oberdecks. Der Bus war völlig leer, außer einem Mädchen, das auf dem unteren Deck stand. Es war seltsam, da sie zwischen 2 Sitzen stand, obwohl der Bus vollkommen leer war. Ich nahm an, dass sie betrunken war, also las ich weiter mein Buch und starrte gelegentlich aus dem Fenster, um die stille Stadt zu bewundern. Die meisten Busse in London hatten einen Bildschirm auf dem Oberdeck, der sämtliche Aktivitäten im Bus in Echtzeit anzeigte, ähnlich wie bei Videoüberwachungskameras. Es gab mehrere Kameras, die das Innere des Busses aus 8 verschiedenen Winkeln zeigten. Das Mädchen hatte sich, seitdem ich sie das erste Mal bemerkt hatte, gar nicht bewegt. Ihr Kopf war leicht zur Seite geneigt und ihre Augen waren weit geöffnet. Sie wirkte schlaff und starrte direkt auf die Vorderseite des Busses. 5 Minuten waren vergangen und ich hatte sie bereits vergessen. Der Bildschirm wechselte auf das untere Deck und ich sah, dass das Mädchen sich nicht bewegt hatte. Sie war immer noch in dieser Trance und schaute direkt vor sich hin. Ich war etwas besorgt und gleichzeitig fasziniert. Jedes Mal, wenn der Monitor das untere Deck zeigte, hatte sie sich kein Stück bewegt. Sie wirkte auf mich wie eingefroren. Ich entschied mich, nach draußen zu schauen, weil mich das ein wenig beunruhigte. Ich dachte, dass der Busfahrer das alles bemerkt haben musste, da sie direkt in seinem Spiegel war. Wenn er kein Problem mit ihrem Verhalten hatte, warum sollte ich dann besorgt sein? Ein paar Mal wurden die Kameras gewechselt. Im nächsten Moment war das Mädchen verschwunden. Ich behielt meine Augen auf dem Monitor. Wie hatte sie das gemacht? Es schien so, als hätte sie sich versteckt, um dann wieder aufzutauchen und dieselbe Position einzunehmen, in der sie vorher war. Ich konzentrierte mich auf die Aufnahmen und bemerkte, dass ihr Gesicht zuckte. Es sah so aus, als würde die Kamera die rechte Seite ihres Gesichtes verzehren. Der Rest ihres Körpers und die linke Seite ihres Gesichtes waren völlig still und bewegten sich keinen Zentimeter. Es war völlig unnatürlich, als ob sie die Kontrolle über einen Teil ihres Gesichtes verloren hätte. Ihr Blick durchbohrte mich, während ich sie durch den Bildschirm ansah. Die schnelle Folge von Blinzeln und Zucken auf der rechten Seite ging weiter, während die linke Seite ununterbrochen auf die Kamera starrte. Dann passierte es plötzlich.
Die Anzeige hatte sich geändert und das Mädchen hatte sich mitbewegt. Es war so, als hätte sie sich teleportiert oder ähnliches. Das war einfach unmöglich, da das Bild sich höchstens alle paar Sekunden veränderte. Sie war jedes Mal in genau derselben Haltung und starrte mich direkt an. Das erste Mal sah ich sie vorne, dann an den Ausgangstüren und am Ende an der Treppe. An diesem Punkt war ich voller Panik. Das Atmen wurde schwerer und ich fing an zu schwitzen. Am liebsten wäre ich die Treppe hinuntergerannt und hätte geschrien, um der Situation zu entkommen. Aber ich bekam kein Wort raus und saß wie eingefroren, geschockt auf meinem Platz. Ich war nervös und hatte Angst vor dem Kamerawechsel. Als erneut die Treppe eingeblendet wurde, stand sie dort, wie ich sie zuletzt gesehen hatte. Doch dieses Mal bewegte sich ihr Kopf langsam zur Seite. Als wir uns dem vorletzten Halt näherten, zeigte die Kamera noch einmal die Treppe. Sie war nicht mehr da. Ich seufzte vor Erleichterung. Doch dann fing der Bildschirm an zu flackern und ich fühlte, wie sich mein Körper mit Angst füllte. In dem Moment sah man die Aufnahme des Oberdecks. Die Panik löste mich von meiner Trance, sodass ich meine Tasche nahm und die Treppe nach unten zum Busfahrer rannte. Ich stürzte die Treppe hinunter und fing an zu schreien. Ich wollte so schnell wie möglich nach draußen. Der Busfahrer bat mich darum, von dem Fenster wegzugehen. Ich sollte warten, bis der Bus stehen bleiben würde. Sir, treten Sie bitte vom Fenster weg. Ich kann Ihnen so nicht helfen. Warten Sie, bis wir das Ziel erreicht haben. Bitte, bitte öffnen Sie einfach die Türen. Da ist etwas in diesem Bus. Ich muss unbedingt raus. Sir, bitte treten Sie vom Fenster weg. Was ist denn los? Da war ein Mädchen im Bus, aber ich habe keine Ahnung. Sie war auf der Treppe. Sind Sie sich sicher? Ja, sie stand die ganze Fahrt hier unten. Sie müssen sie doch gesehen haben. Warten Sie einfach, bis wir die Haltestelle erreicht haben. Können wir jemanden anrufen? Möglicherweise sind sie eingeschlafen und es war ein Albtraum. Ich kann Ihnen versichern, dass Sie die ganze Zeit die einzige Person im Bus waren. Ich muss niemanden anrufen. Ich weiß, was ich gesehen habe. Öffnen Sie einfach die Türen. Der Bus hielt an und der Busfahrer öffnete die Türen. Ich eilte nach draußen und rannte so schnell ich konnte. Ich hörte nicht auf, bis ich mein Haus erreichte. Als ich zu Hause angekommen war, konnte ich mich beruhigen und versuchte zu rationalisieren, was passiert war, aber ich konnte es mir nicht erklären. Ich war trotzdem immer noch verängstigt und stellte sicher, dass meine Tür verschlossen war. Eine Erklärung wäre schön gewesen, aber wen konnte ich fragen? Meine Familie war skeptisch und ich konnte ihnen so etwas nicht erzählen, da sie sofort denken würden, dass ich verrückt geworden war. Die Polizei würde mir kein Wort glauben. Ich machte mir Sorgen, dass ich den Busfahrer wiedersehen könnte, nachdem ich so panisch aus dem Bus gerannt war. Außerdem gab es eine Sache, die sich immer wieder in meinem Kopf abspielte. Als die Kamera auf das obere Deck wechselte und mich zeigte, konnte ich schwören, dass ich in diesem Augenblick eine Gestalt direkt hinter mir sah. Ich glaube, dass sie mir gefolgt ist. Denn ich kann sie draußen sehen. Das Gesicht zuckt immer noch, während sie an meine Haustür klopft.